Du wirst es noch wie jetzt. Achso. Er zeigt mir gerade an, ich soll abbiegen, aber die Straße, wo es geplant ist, soll geradeaus weitergehen. Dann zählt er das runter. Ich so, was ist denn hier los? Und dann sagt er, ja, 5 Kilometer können wir dann weiterfahren und dann geht's nach links. Fahr mit Kalimoto und du erlebst was. Hoffentlich habe ich das mal auf der Kamera drauf. Oh, krass. Willkommen bei Honda Tour. Tja, wir sind auf dem Weg jetzt zum Checkpoint Alpha und zwar zum US-Camp. Letztes Jahr hatten wir uns ja den Checkpoint Alpha Haus auf der Grenze angeguckt mit der Jahreshauptversammlung der Motoblocker und wollten uns auch gerne mal die andere Seite anschauen. Tja, und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Und bis jetzt kann ich sagen, Mann, spannend. Also enge Kehren, schlecht einsehbare Straßen und Häuser und oh, also wir haben alles dabei gehabt derzeitig. Wie gesagt, das ist hier ein Spaßurlaub. Wir sind keine Kurvenjunkies, die jetzt jeder Kurve hinterherjagen mit Highspeed oder sowas. Wir genießen hier diese Tour und so fahren wir dann auch. So, hinter mir immer noch meine Frau, auch wenn sie etwas weiter weg erscheint. Aber das täuscht meistens durch die Kamera, sofern die Kamera überhaupt hinten noch funktioniert. Das weiß ich nicht. Ja, die Anreise, die war nicht so spektakulär. Also das aufzunehmen wäre Blödsinn gewesen. Wir haben in Schöneberg unterhalb von Magdeburg eine Zwischenrast gemacht in einem Hotel. Wo ich sagen muss, ich blende mal das Bild ein, das Hotel an sich war sauber, aber noch waren wir nicht zufrieden. Gebucht war ein Zimmer für 2 Personen inklusive Frühstück für 53 Euro. Frühstück haben wir nicht bekommen. Die Erklärung wäre dann Covid-19 gewesen, aber wer glaubt, dass ich dann dass dann das Frühstück wieder rausgerechnet wurde, irrte sich bei Weitem. Auch da wurde uns dann auf einmal erklärt, sie hätten seit dem 01.01. eine Preiserhöhung gehabt und das hätte dann HRS nicht so weitergegeben und daran wäre sie nicht schuld. Punkt. Ja, also das ist eine Kundenfreundlichkeit, wo ich sagen muss, nee, das macht dann wiederum keinen Spaß. Also das Hotel in dem Sinne kann ich nicht weiter empfehlen. Kein WLAN, kein Fernsehprogramm an sich in dem Sinne. Ich glaube, es waren gerade mal 6 Sender oder so. Und das größte Teil von öffentlich-rechtlichen, die wir nicht unbedingt gerne gucken. Ja, aber es war ordentlich, es war sauber. Da konnte man nur nichts dazu sagen. Ach ja, in dem ganzen Raum war nur eine einzige Steckdose. Und die Dusche hatte keinen Duschkopf. Die hat dann das komplette, naja, kleine Bad in dem Sinne unter Wasser gesetzt. Da haben wir schon extra ein Handtuch hingelegt, dass das nicht ganz so stark überflutet in dem Sinne. Das waren also so die negativen Punkte. Also ich würde das nicht empfehlen, wenn ich jetzt eine Wertung geben müsste. Von 5 Sternen würde ich denen 2 vielleicht geben durch die Sauberkeit. Aber das war es in dem Sinne. Ja, so fuhren wir dann weiter von dort aus Richtung unserem Hauptziel, dem Brauhaus am See. Wir wurden als Biker in dem Sinne herzlich willkommen geheißen. Oh, jetzt habe ich mich aber verhaspelt im Satz. Ebenfalls keine Anmeldung in diesem Sinne, dass sofort was ausgefüllt werden muss. Sie hat uns gesehen, dass wir in Motorradklamotten da sind und hat uns sofort das Zimmer gezeigt, dass wir dann unsere Taschen hochbringen konnten und uns aus dem, naja, durchgeschwitzten Motorradklamotten entledigen konnten, uns ruhig duschen konnten und sie umziehen konnten und erstmal ankommen.
Da haben wir uns unten hingesetzt und erst dann wurde die Anmeldesachen dann ausgefüllt, so dass wir dann, wie gesagt, ganz ruhig ankommen konnten. Also das war schon richtig genial. So, und jetzt genießen wir noch mal ein bisschen die Landschaft und dann sehen wir uns gleich bei dem US-Camp wieder mit ein paar Bilderchen und Videos und dann schauen wir weiter. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes. Und ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen. Und wieder einmal sind wir bei diesem schönen Flecken, Haus auf der Grenze. So, dann kann es ja losgehen, ne? Na, Synchro-Hub. Ich kann noch nicht vor jeder Kamera noch mal klatschen. Damit du dich lustig machen kannst? Ich bin nicht mehr so den Spott und Hohn von dir angewiesen. Oh ja. Ja. Auf den Spuren der Motorvlogger.de Tour letztes Jahr. Grüße gehen raus an den Röntreiber und Röntschrat. Und der Rest der Bande. Das war jetzt der Point Alpha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, Likes, alles wie gesagt unten in die Videobeschreibung. Das kennt ihr ja soweit. So bleibt mir nur noch zu sagen, kickt mal wieder hin für die, die es nicht verstanden haben. Schaut mal wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Schnell mal die Abmoderation machen, bevor die Kamera ausgeht. Nee. Ich weiß ja nicht, wie viel Saft die hier noch hat.